und willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Channel. Ja, und heute gibt es eine Serie, die eigentlich immer noch auf meinem Kanal zu sehen ist. Ist übrigens hier verlinkt, also wenn ihr noch nicht abonniert habt, geht runter. Direkt am Geiern hier. Heute spiele ich mit einem Bambus-Team, also einem sehr, sehr billigen Team. In Division 1, da spielen eigentlich nur Pros, Elite 1-Spieler. Spiele ich mit diesem 25k-Team und mal gucken, was so geht. Ich will damit zeigen, erstens, auf was für Spieler ich setze, welche Art. Viele von euch haben vielleicht nicht so viele Coins. Ich will auch ein bisschen schwitzen, ne? Macht immer Spaß, mit kleinen Teams gegen große Spielen immer dieses Pay-to-Win wegzunehmen. Natürlich hat man es ein bisschen leichter mit einem krassen Team, aber mit einem schwächeren Team macht man das gut mit Kampf und mit Herz. Ich werde das Team jetzt präsentieren. Und das ist das Team, mein Schwitzer-Team. Viele davon habe ich auch schon gezockt, als ich mit einem 100k-Team. Das Team war mal 100k wert, jetzt sind die alle sehr, sehr billig. Man sieht über außen sehr, sehr viel Pace. Odrio Zola, Callejon, Rodrigo Morales. Ja, alle 90 Pace, circa 90 Pace. In der Mitte immer so ein Kämpfer, einer, der alles kann. Ich habe den sogar in Rot, aber ich wollte ja trotzdem hier den 85er spielen lassen. Militao würde ich jedem empfehlen, ne? Egal wie viele Coins. Mega kranker Innenverteidiger, der. Auf den Turnieren spielen wir den ja auch meistens, weil wir Rating achten müssen. Batra 73 Tempo ist bestimmt nicht der Beste. Gaia ist auch nicht jetzt so krass. Also das sind meine beiden Schwachstellen im Torwart gegen ein. Im Tor gegen ein. Und meine Bank ist mit roten Spielern. Die sollte ja jeder, der ein bisschen Weekend League spielen haben. Ich habe natürlich ein bisschen Glück gehabt hier mit guten Subs. Die kommen dann irgendwann rein, meine roten, das sind meine Joker. Ja, aber das Team ist schon nice. Damit kann man schon was anrichten, vor allem übers Kontern. Gehen wir auch schon direkt ins erste Spiel. Hoffentlich bekommen wir einen kranken Gegner, das macht immer mehr Spaß. So, direkt einen Gegner hier gefunden. Mal schauen, wer der Kollege hier ist. Und, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ronaldinho, Michael Lele, Zanetti, Mbappé in Form. Uff, das wird nicht so einfach. Gib mir doch einen schwachen, weißt du? Muss direkt nicht übertreiben mit drei Ikonen. Aber, gutes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wer der Gegner ist. Ich spiele hier mit der 4-4-2-Formation, die ich in meinem Video vorgestellt habe. Könnt ihr abchecken. Mit der werde ich auch jetzt in Bukarest spielen. Das Video, ich fliege direkt morgen früh. Wenn das Video hochkommt, bin ich schon im Flieger in Bukarest. Wegen Kamera hier Tor kassiert. Alles klar, das war's komplett. Ich sehe Kamera, ich bin im Headlitch. Verändert die Kamera, kassiert danach ein Tor. Egal, wir wollen es ein bisschen spannend machen, wisst ihr? Kondogbia hier. Morales. Verlieren wir den Ball. Ronaldinho. Alles klar. Super Start von mir. Kappa. Jetzt rennt Gudes das erste Mal. Wir gehen hier über außen, über Callejon, rennen geradeaus. Das wird die erste Chance. Callejon! Kann man schon reinmachen, ne? Ich stehe viel zu offen, ne? Ich denke hier, ich muss nicht hinten drin stehen. Der kontert mich hier eiskalt aus. Eigentlich nicht Sinn der Sache, aber NGU, Freunde, wir geben nicht auf. Gaia hier mit dem Ball gewinnen. Wir spielen über hinten. Kondogbia. Callejon. Finesse-Schuss. Mein eigener Mann, alles klar. Das war komplett. Ja, muss gut. Morales. Hier die Riesenchance und die nächste Parade. Weil ich hätte auch schon zwei Tore machen müssen. Jetzt kommt er über Callejon. Rennt. Ich nehme einfach Odriozola mit. Wird komplett aufgefressen. Oh, wichtiger Ballgewinn. Rodrigo, Odriozola. Der muss drin sein, der muss drin sein. Der ist es auch nicht. Jetzt hier die letzte Chance vor der Halbzeit. Rodrigo. Morales. So, vor der Halbzeit hier 2-1. Oh mein Gott, wie verdient. Zu krass, ne? Was hier abgeht in dem Spiel. Ich habe 1000 Schüsse. Typisches Weekend League Game hier. Man sieht hier, 2 Schüsse, 2 Tore hat der Gegner. Zu krass, 78% Passgenauigkeit. Jetzt hier Saul, der muss rein, 2-2. 55. Boah, noch genug Zeit hier, um das Spiel zu drehen. Ich habe den komplett im Griff, den Gegner. Saul Niguez. Ich habe die rote Karte von dem, der ist so gut. Der kann einfach alles, ne? Verteidigen, offensiv. Oh, guter Ball. Gides jetzt 1 gegen 1 gegen den Torwart. Hoffentlich holt Piqué mich nicht ein. Gides mit dem Lupfer. 3-2. 67. Minute.
Ich muss einfach Marc Bartra auswechseln, weil ich ihn vergessen habe, eine Fitnesscard zu geben. Als ich den gekauft habe, hat er wohl keine Chemie, habe gar nicht drauf geachtet. So, wechseln wir mal hier die Außen noch ein. Bergwehren und Adama. Gaia hier über Außen, der macht einen guten Job. Druckpass in die Mitte. Saul. Saul rennt mit. Saul rennt mit. 3-2 gewinnen wir hier. Man sieht sogar hoch verdient. Der hatte in der zweiten Halbzeit auch einen Schuss vielleicht. Hatte komplett alles im Griff. Man merkt, bei den Spielern, also auch wenn du durch bist, die sind halt echt abschussschwach, ne? Ich kann ja mal so ein Player-Review machen. Ja, was ich halt mit dem Video zeigen will, dass man wirklich mit jedem Team jeden schlagen kann. Ich habe jetzt in Division 1 gespielt, das ist ein super Spieler. Ja, vor allem in FIFA 20. Ich glaube, es gab noch nie so ein Spiel, wo einfach Spieler richtig stark sind, die einfach über Pace gehen, ne? Also ein Callejon, der macht halt schon viele Dinge, die Neymar auch macht. Rennen, Schussanteil schon passen, wisst ihr? Das Einzige, was die nicht haben, ist wirklich Abschluss, Passwerte, ja, und Skill-Moves, ne? Aber ja, das meiste kann man auch mit denen machen. Die brauchen einfach wirklich Pace. Baut euch ein Team mit Tempo. Denkt nicht über so einen Harry Kane nach oder einen Lewandowski. Die sind nicht so effektiv dieses Jahr. Nehmt lieber Morales, der 700 kostet. Eigentlich alle einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Bartra ist Müllspieler, komplett Müll. Militao ist mit Abstand der beste Innenverteidiger. Low-Budget-Innenverteidiger der Welt. Beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller Zeiten. Aber auch die Stürmer sind super, ne? Morales ist sogar besser als Rodrigo. Ja, die Sechser sind halt auch ein bisschen Krampf, ne? Saul ist halt schon okay, weil er beides kann. Aber es gibt... Da würde man schon gerne so ein Hullet haben, muss man sagen. Bei den anderen, die kommen halt über Pace, das reicht. Ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie viele Coins ihr habt, welchen Spieler ihr komplett feiert, also Low-Budget-Spieler, weil dafür bin ich der Mann für billige Spieler. Ich mache in meinem Kanal auch immer Bauteams, 50k, 100k, 500k. Gebt mir gerne ein paar Tipps auch, was für Videos ich hier bringen kann. Ja, schaut am Wochenende zu, wie ich in Bukarest spiele. Ist auf meinem Twitch-Channel und auch auf EAs Kanal. Unterstützt mich dort. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!